okay? Sein Fahrer in diesem Tourenwagenwettbewerb ist Dieter Glemser. 36 Jahre alt, Werksfahrer von Ford und Rosenzüchter, Tourenwagen-Europameister 1972 und deutscher Rennsportmeister 1973. Der Wagen, ein Ford Escort, 275 PS, 2 Liter Hubraum, 4 Ventile, dreht 9200 Touren pro Minute. Mit diesem Wagen errang Erich Zarkowski im vergangenen Jahr die deutsche Rennsportmeisterschaft und in diesem Jahr gar die Europameisterschaft für Tourenwagen. Der Zack, wie man ihn in der Branche nennt, hat ein bewegtes Leben hinter sich. Geboren in Ostpreußen, kam er als Flüchtling nach Schleswig-Holstein, arbeitete im Bergbau, fuhr schwere LKWs, handelte mit denselben, wurde Kfz-Meister und rief 1968 seinen eigenen Rennstall ins Leben. Seine Spezialität? Die Abstimmung von Motoren, Getriebe und ganz besonders des Fahrwerks. Um seine Wagen zu fahren, reißen sich inzwischen prominente Fahrer. Sie tun es ohne Gage. Lediglich die Verpflichtung des Europameisters Dieter Glemser ließ sich Erich Zarkowski etwas kosten. Ich bin sehr befreundet mit Erich Zarkowski und bin das zweite Jahr in seinem Team. Ich habe letztes Jahr mit ihm zusammen die deutsche Rennsportmeisterschaft gewonnen. Und wir sind jetzt bestrebt, diesen Erfolg zu wiederholen. In Neuhäusel bei Koblenz besitzt Erich Zarkowski seit einiger Zeit eine Vertretung für schwere Lastkraftwagen. Hier arbeiten 80 Mann unter seiner Regie. Einen weiteren Betrieb besitzt er in Niederzissen bei Bad Breisig. Im Kellergeschoss seines LKW-Betriebes in Neuhäusel befindet sich die Bastelstube des erfolgreichsten deutschen Tuners dieser Saison. Zahllose Lorbeerkränze und Pokale zeugen von den Rennerfolgen der Zackschen Automobile. Sein Meisterstück lieferte Erich Zarkowski beim großen Preis der Tourenwagen auf dem Nürburgring. Ein Großteil der Formel-1-Elite ist auf die Tourenwagen umgestiegen. Pettersson, Stuck, Maas, Lauda und X, um nur einige zu nennen. Gegen diese Starfahrer tritt Erich Zarkowski auf seinem 2-Liter Escort an. Wie bei allen Tourenwagenwettbewerben wird auch die Europameisterschaft in zwei Klassen ausgetragen. In der Division 1 bis zu 2 Litern, in der Division 2 über 2 Liter. Gewertet wird gemeinsam. Die Favoriten fallen aus. Jochen Maas muss an die Boxen. Die Benzinpumpe ist defekt. Der bis dahin in der Europameisterschaft führende Pelletier muss aufgeben. Auch Hans-Joachim Stuck kommt mit zerfetzten Reifen und zerbeulten Felgen an die Boxen. Bei Hesemanns muss die Hinterachse ausgetauscht werden. Nur ein Wagen bleibt von Defekten verschont und umrundet den Ring mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks. Der Sackspeed Escort mit seinen Fahrern Hans Heyer und Klaus Utig. Er wird Gesamtsieger beider Klassen beim großen Preis der Tourenwagen auf dem Nürburgring. Erich Zarkowski kann sich der anschließenden Glückwünsche kaum erwehren. Und um seinen Erfolg vollends komplett zu machen, erreicht Jochen Maas auf seinem zweiten Sackspeed Escort noch den dritten Rang. Mit diesem Sieg auf dem Nürburgring legt der Zack den Grundstein für den Gewinn der Europameisterschaft für Tourenwagen in diesem Jahr. Riesengroß ist auch die Freude bei den Fahrern Hans Heyer und Klaus Ludwig. Bei dem anschließenden Meisterschaftslauf im holländischen Zandvoort gewinnt der Sackspeed ebenfalls in seiner Klasse. Die Klasse bis zu 2 Liter. Im Gesamtklassement wird er Siebter. Damit ist Erich Zarkowski und sein Rennstall die Europameisterschaft nicht mehr zu nehmen. Wir hatten erst gar nicht die Absicht, in diesem Jahr die Europameisterschaft zu fahren. Das begann in Monza. Das war für uns so mehr oder weniger eine Testfahrt mit einem neuen Auto, bevor die Rennsportmeisterschaft begann. Und da ist es so gut gelaufen, dass wir gewonnen hatten. Und dann haben wir halt auch das nächste Rennen gefahren, das war in Salzburg. Und dann haben wir auch wiederum gewonnen und Ford ist leider auf der Strecke geblieben. Und da es ja eine Marken-Europameisterschaft ist, lag es nahe, dass wir dann auch nach Vallelunga fuhren. Und da haben wir wiederum erfolgreich abgeschnitten. Und so ergab sich parallel dazu, dass wir plötzlich was machten, was wir nicht vorhatten und uns praktisch vor einem Wagen gespannt sahen, den wir dann auch bis zum Ziel durchbringen wollten. Erich Zarkowski hatte es mit seinen Erfolgen nicht immer leicht.
So war man auch im großen Konzern der Ford-Werke in Köln, die mit ihren Capris in der Division 2 nicht den gleichen Erfolg aufweisen konnten, nicht immer über die Erfolge des kleinen Zack erfreut. Beim Meisterschaftslauf in Österreich hätte man es sogar gerne gesehen, Sakowski wäre gar nicht angetreten. Aber der Zack fuhr trotzdem, nach der Devise, nun erst recht, und er gewann. In seiner Rennabteilung arbeiten 4 Mechaniker. Zum Betriebskapital gehören 6 Rennmotoren. Er selbst baut sie zusammen. Die Einzelteile besorgt er sich direkt von der bekannten Rennmotorenfabrik Cosworth in England. Ein Motor kostet 25.000 Mark. Von seinen 3 Renntourenwagen, von denen jeder einen Wert von 60.000 bis 70.000 D-Mark verkörpert, hat er einen vermietet, einen verkauft und wieder zurückgekauft. Den dritten fährt er in eigener Regie. So ein Mist, da gibt's auch nicht. Wir wollten den Motor zum Rennen fahren. Ich kann mal sehen. Ja, das hat die Geschichte. Wieder am Kolben bolzen. Ja, den kriegen wir noch hin. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, dann machen wir Folgendes. Wir bauen den Motor aus. Und bauen den dann ein und machen hier einen Satz den Kolben rein und nehmen dann als Ersatz. Das ist die einzige Möglichkeit. Sonst ist es doch zu riskant, würde ich sagen. Nachdem Saxby 1973 die deutsche Rennsportmeisterschaft errang, will man in diesem Jahr den Titel erfolgreich verteidigen. Vor dem gestrigen 6. Lauf um die deutsche Meisterschaft im Hockenheimer Motodrom lagen Dieter Glemser auf dem Saxbeat und Jörg Obermoser auf einem BMW 2 Liter punktgleich an der Spitze. Im Rennen selbst jedoch hatte Dieter Glemser auf dem Escort, auf dem er am Samstag im Training einen neuen Rundenrekord für Tourenwagen aufgestellt hatte, jedoch Pech. Aus bisher ungeklärter Ursache erreichte der Motor des Wagens nur 7.500 statt 9.200 Umdrehungen in der Minute. Das bedeutet nur 2. Platz für Glemser und den Sackspeed sowie 5 Punkte Vorsprung für seinen Konkurrenten Obermoser auf BMW. Jedoch stehen in diesem Jahr noch 2 Läufe aus und die Möglichkeit der Titelverteidigung ist gegeben. Wenn er nicht auf der Rennstrecke steht, lebt Sakowski, Vater von 3 Kindern, in diesem Bungalow in Daubach bei Montabaur. Aber auch hier lassen ihn die Pferdestärken nicht los. Wenn ich vom Motorsport genug habe, sagt Erich Sakowski, und das kann bereits in 2 bis 3 Jahren der Fall sein, werde ich mir einen Reitstall zulegen und mich auch hier dem Rennsport widmen. Das schnelle Hobby des Herrn Zack wird ihn auch in Zukunft nicht loslassen. Start in Zolder. Ziel der Junioren ist nicht der Sieg um jeden Preis, sondern die unbelastete, aber konsequente Entwicklung zu professionellen Rennfahrern. Nürburgring. Der Nürburgring, die schönste und schwierigste Rennstrecke der Welt, die Fahrern und Automobilen das Äußerste abverlangt. Wieder bewährt sich das BMW Junior Team. Norrisring. Gerade unter extremen Bedingungen, bei 70 Grad im Cockpit zum Beispiel, muss sich das System von Mensch und Maschine bewähren. Hier zeigt sich, was es wert ist,
wenn sich die perfekte Technik des Gerätes mit der psychischen und physischen Fitness des Fahrers zu einem überlegenen Ganzen summieren. Der Einsatzwille ist groß, zuweilen größer als die Erfahrung. Und beim Kampf um die vorderen Plätze kann es schon einmal eng werden. Ergebnis: Eddie Schiever und Manfred Winkelhock gewinnen in beiden Läufen. Für die Junioren keine Zwangspause als Reaktion auf die ungestüme Fahrweise am Norrisring, sondern vielmehr eine schöpferische. Auch das Zuschauen gehört zum gezielten Lernprozess. Und wer könnte nicht von der kühlen Gelassenheit und routinierten Souveränität eines Ronny Pettersen, eines David Hobbs oder Hans-Joachim Stuck lernen? Auf dem glatten Parkett der regennassen Piste dreht sich mancher im Kreis. Kann es passieren, dass man sein Ziel aus den Augen verliert und nicht mehr der Wunsch der Vater des Gedankens ist, sondern die Fliehkraft? Start in Hockenheim. Die Junioren operieren einzeln und als Team. Das Bemerkenswerte dabei: Es gibt keine Nummer 1 und keine Stahlregie. Jeder will natürlich gewinnen. Am Ende aber sind sie trotz unterschiedlicher persönlicher Ausgangssituation einem gemeinsamen Ziel wieder ein Stück näher gekommen, nämlich zu den Besten zu gehören. Die großen Rivalen in der Hubraumklasse bis zu 2 Litern waren Klaus Ludwig auf Ford Capri. Er führt in der Punktwertung dieses Jahres ganz überlegen. Und Hans Heyer auf Lancia, noch amtierender deutscher Meister, der vor dem Rennen noch einmal den Motor wechseln musste, weil er beim Warm-up festgelaufen war. 19 Wagen am Start. Es geht über 44 Runden vor rund 25.000 bis 30.000 Zuschauern auf der sogenannten Start- und Zielschleife des Nürburgrings. In den ersten Runden ganz überlegen, wie erwartet, Klaus Ludwig auf seinem 520 PS starken Ford Capri Turbo. Erbittert gefeitet wird um die Plätze 2 und 3. Hier kann sich Heyer auf Lancia noch einmal durchsetzen gegen Klaus Nitzwitz, ein Teamkamerad von Klaus Ludwig, ebenfalls auf einem Ford Capri. Aber hier auf der langen Geraden an Start und Ziel kann Nitwitz seine stärkeren PS ausspielen und Hans Heyer auf den dritten Platz sogar verweisen. Aber dabei hat Nitwitz seinem Motor etwas zu viel zugemutet. Nach wenigen Metern ist das Rennen für ihn schon zu Ende.
Er fällt aus. Pech für Zarkowski, der in der nächsten Runde noch den Ausfall eines weiteren Wagens zu beklagen hat. Jürgen Hammelmann, die Nummer 3 im Rennstall aus Niederzissen, muss aufgeben. Aber Zarkowski hat ja immer noch Klaus Ludwig, der das Feld ganz überlegen kontrolliert. Zwischen überrundeten Wagen auf Platz 2 Hans Heyer. Und hier sehen wir noch einmal Klaus Nitwitz, dessen Wagen langsam qualmt. Aber dann qualmt es plötzlich auch bei Klaus Ludwig, der auf den zweiten Platz zurückfällt und Hans Heyer vorbeilassen muss. Eine große Überraschung für den gesamten Ausgang der deutschen Rennsportmeisterschaft von erheblicher Bedeutung zeichnet sich ab. Sauer ist jetzt Erich Zarkowski. Von 3 Wagen sind 3 nicht mehr im Rennen, beziehungsweise der letzte fährt nur noch auf dem 4. Platz zwischen vielen überrundeten Wagen. Und hier kommt er. In langsamer Fahrt fährt Klaus Ludwig noch einige Runden mit qualmendem Motor. Aber dann in Runde 29 kommt das Erwartete aus. Der Blick unter die Kühlerhaube erübrigt sich fast. Diagnose: die Zylinderkopfdichtung ist defekt. Nach 6 Siegen in diesem Jahr und einem 2. Platz nun der 1. Ausfall. Hat sich damit das Rennfahrerglück gegen Klaus Ludwig gewendet? Das Rennfahren ist nicht unbedingt nur vom Fahrer zu bestimmen. Das Material entscheidet und heute hat das Material entschieden. Wir sind ausgefallen, aber es geht weiter. Heyer und Müller. Jürgen Hammelmann, ein Neuling der Gruppe 5, muss schon nach Abschluss der 1. Runde an die Boxen. Die Story des Rennens ist jetzt schnell erzählt. Manfred Winkelhock, einmal an Bob Wollig vorbei, wurde zunehmend schneller, fuhr in der 2. Runde mit einem Durchschnitt von 185,8 Kilometern pro Stunde einen neuen Rundenrekord seiner großen Division und lag im Ziel fast eine Minute vor Bob Wollig. Der Meister bekam bald Probleme mit seinem 5. Gang und fiel auf den 5. Rang zurück. Einige Male staubte es noch, doch hielten sich Karambolagen in den branchenüblichen Grenzen. Hier ist es Klaus Nitwitz, der wertvolle Sekunden verliert. Sigi Müller, der Junior, fuhr frech auf einen 5. Platz, während der Spitzenreiter der Meisterschaft Klaus Ludwig cool blieb. Seinen 4. Platz hinter den 3 Erstdivisionären Winkelhock, Wollig und Stuck verteidigte. Die 1. und 2. Division sind bei diesem Rennen eine Vernunft-Ehe eingegangen. So soll es, wenn man den Verantwortlichen glauben darf, auch in naher Zukunft aussehen, wenngleich noch getrennt gewertet wird. So siegte Manfred Winkelhock in der großen Division vor Wollig und Stuck. Abgewinkt nach 7 Runden. Mit Fiat Lancia. Das Auto ist von der Firma GS Tuning in Italien aufgebaut worden. Das Basisauto ist der Lancia Beta Monte Carlo. Hat einen querliegenden 1,4 Liter Mittelmotor, Turbolader und ca. 400 PS. Wir versuchen das Auto auf den neuesten Stand zu bringen hier und haben ein... Also in dieser kommenden Saison einiges zu bieten. Neue Autos, schnellere Autos, Rückkehrer aus der Formel 1 und talentierte Aufsteiger. Außerdem im Starterfeld 5 ehemalige Rennsportmeister und das größte Geld, das je gezahlt wurde, 65.000 Mark pro Lauf. Die Topstars neben Ludwig in der großen Division, alle in privaten Porsche-Teams. Rolf Stommelen beispielsweise, der Routinier, der am vergangenen Wochenende für das Reinhold-Jöst-Team in Zolder. Nachfolger von Klaus Ludwig bei den Gebrüdern Krämer, dem 3. großen Bewerber, ist Axel Plankenhorn. Alle fahren unterschiedlich präparierte 800 PS Doppellader Porsche vom Typ 935. In der Division bis 2 Liter Hubraum, in einem BMW Schnitzer Turbo, der Fahrer am Volant, der dem Produktionswagensport seine größten Erfolge verdankt, Hans-Joachim Stuck. Um hier starten zu können, verzichtete er sogar auf einen zweifelhaften Formel-1-Vertrag. Stuck wird seine Konkurrenten auch unter den Newcomern suchen müssen. Klaus Nitwitz beispielsweise, der in Zolder überraschend die kleine Hubraumklasse gewann.
Und die Meisterschaft will auch Harald Ertl, der Champ von 1978, ein Wort mitreden. Ertl fährt, wie Nitwitz schon, im zweiten Jahr den kleinen 450 PS starken Zack Speed Capri. Seine Sorge galt den Reifen an diesen beiden feuchten Trainingstagen in der Eifel. Reifen und das, was die Insider aerodynamische Hilfsmittel nennen, scheinen die Reizkarten im PS-Poker dieser Saison zu werden. Denn wo Gewichtsreduzierung und Leistungssteigerung an unüberwindliche Barrieren stoßen, macht die Aerodynamik es möglich. Am großen Capri entzündete sich der leidenschaftliche Streit, genauer gesagt am Heck. Flügel oder Kotflügel, Erich Zarkowski verteidigt seine Konstruktion. Wir haben alles genutzt, was bei Porsche vorne war. Die haben den Flügel auch geändert, weil die den Motor hinten haben. Und wir haben den Motor vorne und wir haben uns bei diesem Auto dann hinten den Flügel geändert. Vielleicht kann man den mal kurz abmachen. Und laut Gesetz ist es so, dass der Kotflügel absolut freigestellt ist. Und wir haben das voll genutzt, weil wir von vornherein unterlegen sind mit diesem Auto und in der großen Division ja fahren. Da haben wir das Reglement voll ausgeschöpft. So, und das ist wie gesagt für uns ein Kotflügel und das ist der Flügel. Man sagt, es wäre ein kompletter Flügel, das ist es nicht. Das kann man jetzt auch deutlich sehen. Die Konkurrenten sehen das anders. Nicht etwa erlaubter Kotflügel, sondern verbotener Superspoiler. Hier auf dem Nürburgring. Und zwar kann man das in Sekunden ausrechnen. Können Tausende von Zuschauern hier am Ring genauso sicher vertrauen wie auf schlechtes Eifelwetter. Die Flügelaffäre wird vom Sportgericht in einigen Wochen entschieden. Das Wetter aber bleibt weiterhin jedem Zugriff entzogen. Der Nürburgring heute Mittag. Im Start- und Zielbereich Tausende von Zuschauern, insgesamt waren es 40.000. Beide Divisionen werden in einem Lauf mit einer Zeitverzögerung von 3 Minuten gestartet. Fliegen wie in Indianapolis. In der ersten Reihe die beiden Trainingsschnellsten links, der Ford Capri von Klaus Ludwig. Dahinter, fast schon im Windschatten, Bob Wolleck im Gelo Porsche. Reihenfolge in der Südkehre, ein Ford Capri, danach 3 Porsche und ein BMW. Klaus Ludwig vor Bob Wolleck, Rolf Stommelen, Axel Plankenhorn und Manfred Winkelhock, der vorbehaltlich einer späteren Entscheidung des Sportgerichts fährt, weil er gestern unter der gelben Flagge noch 5 Konkurrenten überholt hat. Drei Minuten später wird von Rennleiter Schatz die kleine Division, die Klasse bis 2 Liter Hubraum, freigegeben. Auf der Anfahrt zur 500 Meter entfernten Südkehre 28 Starter. Hans-Joachim Stuck im Schnitzer BMW führt das Feld an. Dann Harald Ertl im Zackspiel Capri, Hans Heyer mit dem neuen Lancia Beta und Klaus Nitwitz, der Sieger der Kleinen in Solder, ebenfalls Capri. 6 Runden sind zu fahren, das sind 137 Kilometer. Eine Distanz, die verkürzt worden war, weil einige Porsche-Fahrer Treibstoffprobleme bei einem 7-Runden-Wettbewerb befürchten mussten. Unser Interesse soll zunächst der großen Division gelten, seit Jahren eine sichere Bank der privaten Porsche-Teams. Klaus Ludwig am Flugplatz, immer noch vorn, ein Ford dirigiert die Porsches, macht überraschend die Musik in der Spitze des Feldes. Der Meister der vergangenen Saison wird wohl auch in den 11 weiteren Rennen dieses Jahres mehr Gejagter als Jäger sein. Dafür wird die Armada der 700 bis 800 PS starken Nachbarn schon sorgen. Doch diese Rolle scheint dem 30-jährigen Rheinländer offensichtlich weit besser zu liegen als die beängstigende Erfolgsserie von 1979, als er 10 von 11 möglichen Meisterschaftsläufen gewann. An der Antoniusbuche bei Tempo 280 überholt Rolf Stommelen, der Sieger von Zolder, den Capri noch vor Ablauf der ersten Runde. Der Jäger liegt jetzt vorn, dahinter ein weiter Abstand. Nicht von ungefähr. Es war eine der ereignisreichsten Eröffnungsrunden in der Geschichte der deutschen Rennsportmeisterschaft. Bob Wolleck am Bergwerk von der Piste gerutscht, Axel Plankenhorn und Edgar Dören verstrickt in einer Kollision am Pflanzgarten, eine Unfallserie, von der, wie sich später herausstellte, auch Rolf Stommelen und Klaus Ludwig indirekt betroffen waren. So schoben sich auf Rang 3 und 5 ganz überraschend 2 BMW M1, gesteuert von Manfred Winkelhock und Helmut Kellners. Dazwischen als Sandwich der Hamburger Volkert Merl, ein Teamgefährte Rolf Stommelens, ausgeschieden also 3 favorisierte Porsche. Rolf Stommelen am Ende der 2. Runde souverän an der Spitze.
Der Capri kämpft mit Problemen, das ist deutlich zu erkennen. Die Story der kleinen Division ist schnell zu erzählen. Nach einem Boxenstopp des bisherigen Spitzenreiters Hans-Joachim Stuck führte Harald Ertl mit seinem Zackspeed Capri von der dritten Runde an zunächst ein hautnahes Duell mit Hans Heyer im Lancia, das beide vielleicht an die Zeiten erinnert haben mag, als sie noch im gleichen Team fuhren. Gegen Ende des Rennens aber setzte sich dann doch die motorische Überlegenheit des Capri von 450 zu 400 PS durch. Und Heyer fiel zurück. Sieger also bei den Kleinen Harald Ertl, der Meister von 1978. Aber auch Hans Heyer hat allen Grund zur Freude. In zwei Rennen zwei zweite Plätze und in der Gesamtwertung hinter Stommelen ebenfalls Zweiter. Da freute sich sogar sein Titelverteidiger inzwischen alt. Er ist zwar in dieser Saison der Beständigste, aber nicht der Schnellste. Zwei Siege bisher nur auf seinem Konto, dafür war er zumindest unter den ersten Dreien. Klaus Ludwig, 8 Siege bei 10 Rennen. Das zeigt, wie überlegen er bisher in dieser Saison gefahren ist. Die Autos der beiden, Ludwig mit einem Zackspeed Turbo Capri, hier sehen Sie das Fahrzeug, ca. 530 bis 550 PS leistet dieser Wagen. 60 PS fehlen dem Lancia von Heyer dagegen. Im nächsten Jahr wird übrigens nach einem neuen Reglement gefahren. Dann fährt man in einer Klasse, in der der Hubraum freigestellt ist, der Tankinhalt allerdings auf 100 Liter begrenzt wird und damit müssen dann ca. 165 Kilometer zurückgelegt werden. Der Start heute gegen ca. 11.45 Uhr. Rechts der Trainingsschnellste Klaus Ludwig zum 11. Mal im 11. Rennen auf der Pole Position. Links neben ihm jetzt an zweiter Stelle sein Teamkollege Klaus Nitwitz, dann an dritter Position Hans Heyer und vierter ein weiterer Zackspeed Capri mit Jürgen Hamelmann. 24 Fahrzeuge nahmen das Rennen auf. Es ging über 102 Kilometer. Das sind in Zolder 24 Runden. Die Spitze, die hier verschwindet, das war Klaus Ludwig. Drei Capris also auf den ersten vier Plätzen. Das würde sicher schwer werden für Hans Heyer, der gleich von Anfang an gehetzt wurde. Die erste Schikane hinter Start und Ziel. Sie sehen, dass Klaus Ludwig sich bereits einen kleinen Vorsprung herausfahren konnte. Die Spitzengeschwindigkeit auf diesem Kurs ca. 250. Der langsamste Teil der Strecke folgt dann gleich. Hier in dieser Kurve muss vom fünften Gang in den ersten hinuntergeschaltet werden. Von 250 auf 60 Kilometer abgebremst werden und Ludwig schon mit 5 Sekunden vor Nitzwitz, dahinter Heyer und Hamel. Und hier Karl-Heinz Becker, der beste Privatfahrer seit Jahren, der fast aufs Feld hinausgemusst hätte. Und der Zackspeed Turbo Capri von Klaus Ludwig bereits mit über 5 Sekunden in Führung. Zweiter Klaus Nitzwitz aus Dortmund. Der Pechvogel dieser Saison, kann man wohl sagen, 7-mal sah er das Ziel nicht. Dritter Heyer, bedrängt von Hamelmann. Die Zielgerade, hier sind die Fahrzeuge im fünften Gang, da muss bis hierhin auf den zweiten zurückgeschaltet werden. Das sind aber immerhin noch 140 Stundenkilometer in etwa. Nitzwitz, dann Heyer und Hamelmann. Danach schon mit einigem Abstand der erste BMW des Feldes, Walter Brun, ein Schweizer. Und hier diese super Zeitlupenaufnahme verdeutlicht, dass die Fahrer sich nicht allzu viel erlauben können. Sie sahen es, Heyer setzte hier in dieser Schikane einmal kurz auf. Und wenn der Spoiler das Ground-Effekt-Fahrzeug, das heißt, es wird durch einen aerodynamisch konstruierten Unterboden fast auf den auf die Strecke gepresst und dann in der 10. Runde Pech für Hans Heyer. Bei Lancia, Sigi Müller Junior fährt ihn. Er war auf den 3. Platz nach vorne gerückt, bedrängte Klaus Nitzwitz. Aber dann hatte auch Sigi Müller Junior Pech. Er musste an die Boxen, konnte das Rennen nicht mehr aufnehmen und vorne fuhr Klaus Ludwig ein souveränes Rennen. Sein Vorsprung vergrößerte sich teilweise auf 19 Sekunden. Hier noch einmal Heyer, der zwar vor Hamelmann liegt, aber wie gesagt, er ist überrundet. Dann hier Walter Brun und Klaus Ludwig noch einmal in einer Studie im langsamsten Teil der Strecke. Das sind etwa 200 Bilder hier pro Sekunde.
Die Entscheidung war bereits gefallen. Die Plätze 1 bis 3 für die Zaxby Turbo Capris. Erster Klaus Ludwig vor Nitzwitz und Hamelmann.